Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ja, es ist Montag, der 13.11. Gestern hatte Julius Geburtstag, aber wir mussten das leider ausfallen lassen, weil wir alle drei noch ziemlich krank sind und haben das dann um eine Woche verschoben, sodass wir dann jetzt diese Woche Sonntag feiern werden, wo wir dann nicht nur seinen Geburtstag feiern werden, sondern auch, dass unsere Beziehung, also die von Schatzi und mir, volljährig wird, denn am 17. sind wir 18 Jahre zusammen. Das ist echt krass. Gestern und vorgestern haben wir uns an viele Situationen von vor einem Jahr erinnert. Das war echt super schön tatsächlich, aber auch traurig, weil ja, die Geburt ja nicht ganz so verlief, wie wir uns es vielleicht erhofft hätten. Und jetzt bin ich hier so ein bisschen ich versuche einen Tagesrhythmus zu schaffen, Modus. Also ich möchte mir vornehmen, dass ich einen Tagesrhythmus etwas anders gestalte, denn es ist mittags und ich habe immer noch meine Schlafsachen und meinen Bademantel an. So kann das eigentlich nicht weitergehen. Naja, ich war aber tatsächlich auch schon fleißig und habe hier aufgeräumt, Spülmaschine angestellt, Küche gemacht, aufgeräumt und so weiter und so fort. Aber naja, es ist immer Fluch und Segen mit dieser Selbstständigkeit, weil im Prinzip sitzt hier keiner im Nacken, der sagt, du musst dies und das dann und dann machen. Und ich versuche aber, das dann tatsächlich in Zukunft auch so zu gestalten, dass ich jetzt nicht bis nachts um eins irgendwie dann noch am Laptop sitze oder bis um drei teilweise, sondern das Ganze irgendwie so ein bisschen zu entzerren. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Ihr seid diese Woche mit dabei und könnt euch das anschauen, ob mir das gelingt. Also für mich sind die Vlogs auch immer so ein Stück weit Motivation, dass das Ganze dann auch umgesetzt wird, was ich quasi verspreche. Ich könnte es ja theoretisch rausschneiden und dann doch nicht machen, aber ich versuche es. Ich versuche es wirklich. Ja, draußen ist richtiges Schiedwetter, deswegen habe ich tatsächlich auch überhaupt keine Probleme hier drin zu rödeln. Also wie ihr seht, die Küche ist auch schon tatsächlich ein bisschen erobert. Schatzi ist bei Julius, also keine Sorge. Die hat ein neues Spieli und ist vielleicht auch gegebenenfalls gleich ein bisschen müde. Naja, hier sind Schnullis und so weiter drin. Sauber sind die Oberflächen noch nicht, aber das wird noch gemacht. Sammys Sachen sind schon mal hochgestellt, weil der kleine Mann hier rumkrabbelt. Da beschwert sich aber einer. Ich glaube, der hat mal so langsam Hunger. Könnte man meinen. Und ihr fragt mich auch immer mal wieder, warum bei Instagram zum Beispiel so viel Lego bei mir im Hintergrund steht. Das ist tatsächlich das Hobby von meinem Freund. Er muss es nur noch zum Beruf machen, so wie ich mein YouTube zum Beruf gemacht habe. Also er hat hier wirklich alles ganz gut im Beschlag, ne? No shade, no shade. Es ist ja auch wunderschön, kann man nicht anders sagen, ne? Aber ich habe ja auch oben tatsächlich. Ich habe es nur nicht im Wohnbereich. Ja, ja. Genau. Dann werde ich jetzt noch ein bisschen weiter hier aufräumen, denn es sieht hier ein bisschen aus wie Sau. In der Zwischenzeit bekommt Julius sein Yum und ich glaube, dann sollten wir auch gleich mal Mittag essen, denn ja, auch ich habe Hunger. DHL kam heute schon etwas früher und ich habe von Anja einen Adventskalender bekommen. Oh, ist das schön. Der wird auf jeden Fall einen Platz in dieser Vitrine bekommen. Mein sehr, sehr entspanntes Outfit of the Day. Ich bin aktuell auch so ein bisschen in dem Mood, dass ich halt quasi meine Chillschuhe anziehe, dann eine Leggings, einen Rock, einen Kuschelpulli, weil das Wetter gibt es halt einfach nicht anders her, kann man nicht anders sagen. Aber mein Gesicht sieht noch ein bisschen aus wie eine Kirmes. Da muss ich jetzt natürlich gleich ein bisschen Skincare auflegen, dass ich da so ein bisschen Leben reinbringe. Und neben dem Trendradar Adventskalender ist auch meine erste Bestellung aus der Purish Black Week bei mir eingetroffen. Da habe ich hier dieses Showstopper-Set von Be Perfect mir geholt, die Eye Edit, also die habe ich mir selber gekauft, von Denissa Myricks, die Groundwork-Palette, das zeige ich euch aber auch nochmal in einem separaten Haul. Dann habe ich hier von, ganz schön groß, ne, Made by Mitchell, diesen Blush und den Bronzer mir geholt, das mega gehypte Produkt von Maxim, was einfach Ewigkeiten ausverkauft war. Ja, genau. So, jetzt habe ich ein bisschen Workout gemacht, weil ich ein paar Kartons gepackt habe und runtergeholt habe, weil da jetzt noch die Labels drauf kommen, dass das Ganze auch versendet wird. Auf eins habe ich das schon drauf gemacht, da muss ich jetzt noch ein bisschen die Adressen verdecken. denn ich habe jetzt hier auch das Trashy 2, was heute quasi frankiert wurde.
und dann morgen abgeholt wird. Und noch ganz viele Verlosungskisten, da geht ja die Party echt ab. Das hier wird noch tatsächlich bei uns hier dekoriert. Das ist ja der Tiziano-Adventskalender. Und hier sind noch weitere Verlosungsboxen. Das war witzig. Ich hatte gerade einen Livestream ganz spontan auf Instagram gemacht, denn ich habe mich geschminkt. Ich habe mir gedacht, Mensch, ne, guckst du mal bei Instagram. Dann habe ich mir gedacht, komm, gehst du mal live. Mal gucken, ob das Internet das jetzt aushält. Und ja, dank des neuen Internets, was wir ja nicht wirklich haben. Schatzi hat hier irgendwas mit einem anderen Router noch gebastelt, ne? Aber ich habe ja ein neues Handy, was halt nicht mehr so ein ja Klotz ist wie das hier, ne? Das ist ja eigentlich mein altes, was ich eigentlich immer noch liebe, aber ich kann es halt für fast nichts mehr verwenden. Ich habe jetzt hier so ein auch recht günstiges, so ein Redmi 5G mir gekauft als Arbeitshandy quasi, ne? Und damit kann ich offensichtlich auch bei Instagram live gehen. Und ganz spontan hat sich die liebe Kati vom Kanal Contra Junkie auch noch dazu gesellt. Und ja, da gab es eine Spontanverlosung. Ich hatte sowieso vor, dass ich diese Woche jeden Tag bei Insta was verlose. Und da habe ich von Danessa Myrix die Lightwork 5 Palette verlost. Also ja, da wird tatsächlich auch noch in Zukunft öfters mal ein Livestream möglich sein. Falls ihr möchtet, folgt mir sehr gerne dort auf Instagram. Und auch liebe Grüße an die liebe Kati, es war sehr cool und es waren auch super viele Kolleginnen dort, die da spontan mal reingeschaut haben. Richtig, richtig cool und ja, fand ich schön. Möchte ich gerne öfter machen, hat mir gefallen. Dann auch der Austausch mit Kati, der Austausch mit euch, ne? Und ja, jetzt werde ich noch hier ein bisschen wuseln. Ich habe mich ja im Live dann auch etwas geschminkt und werde dann gleich einen Haul drehen. Und wahrscheinlich auch noch ein Adventskalender-Unboxing, aber jetzt muss ich mir erstmal was zu trinken machen, denn ich habe hier noch nichts zu trinken stehen und so langsam kriege ich echt Durst. So, kurze Drehpause bei Claudis Welt. Ich muss hier ein bisschen klar Schiff machen und da fällt mir doch einfach mal die Fairybox in die Hand. Ich werde es wahrscheinlich nicht mehr schaffen, da ein eigenes Video auch im November zu drehen. Deswegen zeige ich ihr euch hier mal. Da haben wir jetzt aktuell 52,57 Euro als Wert. Die ist schon ganz, ganz nice. Also wir haben immer unsere Milchtütenverpackung. Da könnt ihr auf jeden Fall mal in der Infobox vorbeischauen. Ich verlinke euch das mal. Und da haben wir Naturkosmetik drin. Tierversuchsfreie Naturkosmetik. Dann werfen wir mal einen Blick auf die Produkte. Green Door Naturkosmetik Anti-Pickle Stick mit Hopfen, Zink und Bio-Nehmöl. Ja, also Zink ist ja auch wirklich so heilend, ne? Also da habe ich auch sehr oft Zinksalbe und sowas in Anwendung gehabt, wenn ich da irgendwelche problematischen Stellen hatte. Dann haben wir von BioLeo Cosmetics das Traubenkernöl und Bianco. Das ist interessant. Das kannst du auf gereinigte Haut auftragen und einmassieren. Ah, das ist ein Gesichtsöl. Schaut so aus. Das ist, glaube ich, auch gar nicht mal so verkehrt. Ich meine, dass ich das mal... Warte mal, da muss ich kurz überlegen. Ich meine, dass ich das nämlich mal für meine Oberschenkel genommen habe, weil es sehr, sehr klebrig war. Muss ich mal gucken. Dann habe ich von Palo Santo hier drin Incense Palo Santo Räucherstäbchen. Das ist nicht ganz so meine Welt. Da kriege ich leider ziemlich häufig Kopfschmerzen von. 30 Stück sind da drin. Passt natürlich jetzt auch in diese kuschelige Jahreszeit ganz gut rein. Und wir haben tatsächlich auch 6 Produkte wieder hier drin enthalten. Jetzt komme ich mal zu den... Ja, doch, Woga ist auch Beauty, ne? Naked and Happy Mineral Eyeshadow. Das ist dieser hier, der kommt dann wahrscheinlich in meinen Mono-Lidschatten-Adventskalender rein. Muss ich mal gucken, wie das aussieht. Ja, das ist ein Mono, aber als Puder. Eine wunderschöne Farbe. Also so ein schönes Champagner-Tönchen. Ja, den Fokus von dieser Kamera habe ich noch nicht ganz so raus, muss ich gestehen. Aber er fokussiert es doch ein bisschen, ne? Aber das ist eine tolle Farbe. Das ist hübsch. Ja, und weil es Naturkosmetik ist, hat das ein MHD. Und oh mein Gott, guckt euch diese riesige Verpackung an. Krass. Und dann haben wir hier noch Reis Cuisine am Start. Mensch, Sammy, warst du gerade bei den Produkten bei? Da sind ein paar am Start. Von Natumi, ja, pflanzliche Kochcreme auf Reisbasis zum Kochen und Backen. Ja, als Alternative zu Sahne ist es dann wahrscheinlich, ne? 200 Milliliter. Und last but not least haben wir hier von NIOC 2-in-1 bester Conditioner und Shampoo in einem. Und dann hast du auch noch dieses Säckchen mit dabei. Das ist nice. Ich persönlich bin halt nicht so der ultimative Fan von festen Produkten. Und das ist jetzt einmal die Box. Ich finde die ganz süß gestaltet. Und wenn ihr auf Naturkosmetik steht und da Bock drauf habt, euch da ein bisschen inspirieren zu lassen, schaut da super gerne mal vorbei. Ich meine, ab 19,95 müsste das pro Box kosten. Alles in der Infobox verlinkt. Und ja, jetzt räume ich hier noch ein bisschen auf.
Und ich schaue noch gerade Katis Livestream, denn sie ist jetzt live gegangen. Wir haben es jetzt schon 20 nach 10. Ich habe noch vor, einen Adventskalender abzudrehen. Eigentlich hätte ich noch so viele andere Sachen vorgehabt, aber die Zeit lässt es leider nicht zu. Ich hätte gerne mehr Zeit. Das ist unglaublich. Wir haben es jetzt 10:45 und ich bin wirklich platt wie eine Flunder. Und deswegen würde ich tatsächlich jetzt auch mich gleich nach unten begeben. Eins kann ich euch noch zeigen. Das habe ich gerade erst rübergeräumt. Also den habe ich mir schon vor ein paar Wochen mal bestellt und Schatzi hat den zusammengebaut. Das ist so ein Spiegel. Da habe ich jetzt witzigerweise auch eine Kooperationsanfrage von genau dieser Firma bekommen. Träumchen. Also genau das liebe ich ja immer, ne? Sammy guckt ganz skeptisch in der Ecke. Okay. Wenn ich halt selber Produkte in Einsatz habe und bestelle und dann eine Kooperationsanfrage dazu bekomme. Ich habe jetzt eben auch schon mal ein bisschen angefangen, in der Drehpause mal so ein paar Schmuckstücke darin aufzuhängen. Da unten habe ich meine Parfums reingestellt und ja, genau, da hängt jetzt auch schon ein bisschen was ab, aber ist noch bei weitem nicht alles drin. Und ja, wer schon mal ein Parfüm-Sammlung-Video von mir haben wollte, das ist schon mal ein Teil, würde ich sagen. Unten habe ich auch noch welche im Spiegelschrank stehen. Und ja, finde ich ganz praktisch. Wir haben hier hinter, du kannst es halt einfach drehen, ne? Und dahinter habe ich dann welche hingestellt, die nicht reingepasst haben. Genau, das ist ein bisschen was. Geht aber. Irgendwie. Genau, dann habe ich hier so einen Spiegel und habe da auch eine Schmuckaufbewahrung. Das finde ich ganz cool. Vor allem ist es ein Spiegel. Wenn ich halt ein paar Schritte zurückgehe, dann seht ihr mich halt auch einmal so komplett. Ist vielleicht für Try-on-Holz auch eine ganz interessante Sache. Da muss ich noch gucken, wie ich das handhaben möchte. Und ja, so sieht das hier aus. Ist das nicht schön? Ich habe übrigens eine Ultraschallzahnbürste zugeschickt bekommen. Es ist aufregend, ich weiß. Oclean X Pro Digital S heißt die. Und die arbeitet auch zusammen mit meinem Handy über Bluetooth. Aber da bin ich noch nicht so ganz durchgestiegen. Also, da sagt ihr mir, ob ich alles soweit richtig mache. Und da kann man verschiedene Modi einstellen. Manuell, Tag, Nacht, ne? Und halt auch wirklich entsprechend der Beschaffenheit der Zähne. Ja, hallo Julius, der ist auch mit am Start. Und die sagt mir dann tatsächlich auch, wo ich dann noch muss. Also jetzt gerade habe ich ja pausiert, deswegen muss ich noch überall. Und also mich animiert die auf jeden Fall mehr zu putzen. Und ich finde auch, dass es ganz gut funktioniert. Es fühlt sich nur irre witzig im Mund an, weil das einfach anders ist. Und das sind jetzt meine Zähne, wenn ich sie geputzt habe im Tageslicht. Und denn ihr steht direkt am Fenster. Und da habe ich eigentlich immer ziemlich Probleme, was ja, meine bösen Raucherbeläge angeht. Aber ich muss sagen, ich habe die jetzt ungefähr eine Woche schon in Anwendung. Es funktioniert sehr, sehr gut und die macht auch wirklich sehr, sehr sauber. Fühlt sich sehr toll an und ich weiß nicht, ob ich jetzt aktuell auch irgendwie einen Rabatt oder so euch anbieten kann. Keine Ahnung. Ich kann es euch auf jeden Fall in der Infobox verlinken. Die finde ich richtig toll. Und ja, also Ultraschallzahnbürsten habe ich schon bei anderen gehört, dass die ganz geil sein sollen. Ich habe sie jetzt selber mal ausprobiert und die hier gefällt mir einfach richtig, richtig gut. Man ist immer wieder auch animiert tatsächlich, dann auch die richtigen Bereiche zu putzen, weil einem das hier im Display auch angezeigt wird. Und wenn du dann fertig mit dem Putzen bist, sagt die Zahnbürste, wo du nochmal hin musst. Das sagt dir auch theoretisch deine App, wenn du möchtest, aber die Zahnbürste sagt es dir auch, ne? Und ich finde die ganz schön. Ich finde vor allem auch die Farbe richtig hübsch mit diesem wunderschönen Rose Gold. Julius macht hier echt Faxen, das ist unglaublich. Und wir haben hier auch bei diesem Set, was ich da geliefert bekommen habe, also das sieht so aus, ne? Ein Ladekabel mit dabei, eine Befestigung für die Wand. Aber der Akku hält halt einfach schon eine Woche, ne? Das ist der Wahnsinn. Und insgesamt habe ich hier auch 4 Bürstenköpfe bei gehabt. Also deswegen, das ist auch schon mal ganz entspannt. Und ja, mein Bürstenkopf ist ein bisschen pink, wenn meine Zahnpasta aktuell stained. Ich kann es euch, wie gesagt, empfehlen. Mag ich gerne leiden. Ist in der Infobox verlinkt. Können wir bitte ganz kurz darüber reden, dass während ich hier gerade in meine Kamera gesprochen habe, Julius sich hier an dieser Bank hochgezogen hat und sich hingestellt hat? Das ist krass. Ich bin gerade eine sehr stolze Mama.
Mein Frohe Weihnachten Outfit of the Day kann man machen, oder? Also ich finde, im November kann man durchaus Weihnachtspullis tragen. Und ja, Rock ist von gestern, ansonsten halt eine neue Leggings und neuer Pulli, neues Top. Wie oft wechselt ihr eure BHs? Also ich habe das meistens so alle 2 Tage, je nachdem. Oder wenn ich mich halt wirklich viel bewege, natürlich dann auch täglich. Aber ich sehe nicht ein, jeden Tag einen neuen BH anzuziehen. Mache ich das falsch? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ein mega leckeres Mittagessen wartet auf uns. Oh, lecker Nudeln und Kirschtomaten und Bacon und Brokkoli. Das lassen wir uns jetzt erstmal schmecken. Design ist finished und ja, schön bunt geworden. Ein paar Nägel davon, also ich glaube der und der und der sind noch von letzter Woche. Ja, die haben halt richtig gut gehalten, deswegen habe ich die auch einfach dran gelassen. Ne? Die anderen waren alle echt, also übel. Und ja, ihr seht's, da wird jetzt geschnibbelt, das ist mein Schneideprogramm und Schatzi schnieft nebenan und das war ein Reim. Neugierig, was ich alles eingekauft habe. Also es sind mehrere Tüten, weil es doch mehr geworden ist und auch große Sachen dabei sind. Ich habe ordentlich Schoki für Schatzi mitgenommen. Da muss ich mal gucken. Die hatten halt nicht das, was ich eigentlich haben wollte. Dann war im Angebot der griechische Joghurt mit Honig. Das ist auch immer eine ganz schöne Sache, würde ich sagen. Ne? Dann feiert Julius ja am Wochenende seinen Geburtstag und sein Cousin kommt ja auch vorbei. Da habe ich mir gedacht, dass das auch ganz cool wäre, dass er auch eine Kleinigkeit bekommt und steht ja auch nicht mit leeren Händen da, ne? Und das habe ich dann einfach mal mitgenommen. Können wir dann nachher schon einpacken. Ja, noch mehr Schoki. Und noch mehr Schoki. Chips und Schoki steht immer bei uns ganz weit oben auf der Einkaufsliste. Das ist immer wichtig. Ja. Die sind für mich. Die liebe ich ja einfach. Und Frischkäse habe ich auch mitgenommen. Das ist hier einmal der von Hofburger. War, glaube ich, auch sogar im Angebot. Keine Ahnung. Ich habe für alles insgesamt 88,73 Euro bezahlt. Aber ich bin ja auch bei der einen oder anderen Geschichte noch ein bisschen hängen geblieben. Ja, Wurst ist nicht verkehrt. Dann Smoothies. Die mögen wir eigentlich ganz gerne mal so. Sind ja auch ein bisschen Obst, ne? Also wir haben zwar noch Kiwis und sowas, aber manchmal möchte man halt auch einfach nur mal so einen Nachtisch oder was, ne? Ist einfach irgendwie gesünder, als wenn man sich irgendwie so einen Pudding-Nachtisch nimmt, glaube ich. Weiß ich nicht. Genau. Ja. Okay, und dann ist das letzte aus der ersten Tüte auch noch das hier. Die waren auch gar nicht so günstig mit 1,99 Euro, aber die waren jetzt neu und ziemlich frisch gerade. Also nicht wundern. Mit weißer Schokolade, das scheint irgendwie was ganz Special-mäßiges zu sein. Die Tüte hatten wir noch. Also ich packe das ja dann immer entweder in Klappkisten oder in Tüten. Das habe ich mal von einer ehemaligen Kollegin bekommen. Who is Claudia? Das fand sie so witzig, als sie die Tasche mal irgendwie als Werbegeschenk bekommen hat. Habe ich schon seit Jahren. Also die ist echt super. Ich glaube von L'Oreal, ne? Wir haben beim Aldi keinen Bäcker in der Nähe. Deswegen habe ich hier einfach mal für gleich, für Schatzi und mich, jeweils einen Berliner mitgenommen. Dann musste Brot mit. Das ist gar nicht so lange haltbar bis zum 19.11. Aber mittlerweile kriegt Julius ja auch ein bisschen Brot mit ab. Das heißt, das werden wir uns dann ja auch mit ihm teilen. Ja, und dann kommen ja immer wieder Omas und Opas. Zum Beispiel morgen kommt ja auch wahrscheinlich mein Papa. Und da wollte ich einfach mal so ein bisschen Kuchen da haben. Das ist jetzt so ein Mini-Gugelhupf. Finde ich nie verkehrt. Ist immer ganz lecker.
Das ist auch immer ganz nice, finde ich. Marzipan-Buttertörtchen. Ne? Klar, man kann auch einfach Kekse hinstellen, aber sowas ist auch irgendwie immer ganz nett, finde ich. Und Nussecken, die sind auch lecker. Das war die zweite Tasche. Ich habe noch zwei Taschen vor mir. Aber da sind große Sachen drin. Das ist dann alles etwas, ja. Also zum Beispiel habe ich hiervon, also von den Windeln allein, 3 Pakete mitgenommen. Und da haben wir jetzt mal gesagt, komm, wir versuchen mal eine Nummer größer. Und da habe ich jetzt die Junior 5 genommen. Und die von Aldi sind eigentlich ganz gut. Ne? Also die laufen soweit nicht aus. Julius verträgt die, alles gut. Dann habe ich auch dreimal noch diese Kokett-Dinger mitgenommen. Das sind diese Taschentücher, beziehungsweise ja, kannst halt so rausziehen. Und dann hast du so diese Kosmetiktücher. Wir haben ja noch die Schnuppernase. Und wir benutzen die halt einfach, um mal eben kurz irgendwie was zu Finger abzuputzen oder so. Ne? Wenn da noch irgendwie Brei oder sowas dran ist. Man kennt es ja. Nimmt der eigentlich auf? Ja. Und dann habe ich hier natürlich, wie eben schon angekündigt, noch mehr Windeln. So. Und das hier ist die leichteste Tasche, denn da haben wir auch ganz viele Chips drin. Es ist halt immer wieder wie ein Kindergeburtstag bei uns, ne? Und halt Windeln. Das ist auch immer wichtig. Für heute Abend und morgen früh habe ich Brötchen mitgebracht. Für mich Croissants, für Schatzi ein Rosenbrötchen und ein Dinkelbrötchen. Hoffentlich mag er das. Mal gucken. Ich glaube schon. Ich vergesse das irgendwie immer. Bald 18 Jahre zusammen und immer noch nicht wissen, was der Freund mag. Ist auch super. Dann habe ich ganz klassische ungarische Chips mitgebracht und auch gerüffelte Salzchips. Manchmal mag ich das ganz gerne. Nochmal ungarische Chips. Was ich ganz gerne mag, sind diese Linsenchips. Die gibt es ja einmal in der Paprika-Variante und auch in der Sour Cream-Variante. Und dann habe ich auch noch mitgenommen, da weiß ich auch nicht, ob Schatzi die jetzt mochte oder nicht, sonst esse ich die halt, Kesselchips mit Sweet Chili Geschmack. Ich glaube, die haben eine neue Verpackung bekommen. Das war mein Aldi-Einkauf. Ich glaube, heute ist auch so ein bisschen der Tag, der... Ich möchte euch ein paar technische Sachen vorstellen, denn das hier habe ich mir letztens gekauft selber. Kann ich euch auch mal verlinken, wenn ihr möchtet. Ich feiere das, Sammy leider nicht ganz so. Also das ist tatsächlich Sammys Fell von einmal anwenden. Ne? Also das ist auch, ich weiß nicht, wie spät ist das jetzt gerade? Ich glaube eine Viertelstunde oder so habe ich an ihm rumgesaugt, aber ich mache das auch in der leichtesten Stufe. Und genau, das ist jetzt halt einfach voll. Und es ist halt im Prinzip ein Staubsauger. Und am Ende hast du halt so ein, ja, Hundebürstevieh. Ne? Und dann kommen da halt die Haare dran und dann sind die Haare da drin und dann drückt man hier drauf und dann werden die so eingesogen. Das ist ziemlich praktisch, ist auch gar nicht so super laut, also jetzt nicht so laut wie ein Staubsauger oder so, aber Sammy feiert das halt gar nicht. Und da gibt es auch noch andere Aufsätze, zum Beispiel das hier ist jetzt für den Fellwechsel total super. Genau, da kann man halt das Unterfell auch ganz gut mit durchbürsten und dann drückt man drauf und dann kommt das hier unten halt auch rein. Ne? Und... das hier ist auch super zum Pfotenhaare schneiden oder Haartrimmen generell. Da kannst du auch verschiedene Stufen einstellen. Das ist zum Beispiel auch eigentlich für Männer ganz geil, oder? Wenn die ihren Bart mal kürzen. Keine Ahnung. Sammy schmollt jetzt erstmal so ein bisschen. Der traut sich noch nicht zu mir zu kommen. Ich habe ihm jetzt eben auch schon ein kleines bisschen von seinem Leckerli gegeben. Aber er feiert das Gerät halt nicht so wie ich, ne? Vorsichtiger Freund. So. Ganz vorsichtig. Genau. So. Wieder ummachen. Das ist fein. Ja, du warst tapfer. Ganz tapfer. So. Willst du noch ein Jan? Bitte schön. Böse Gerät weg ist. Ja, 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 ja. Fein. Ich glaube, er hat mich wieder lieb. Gott sei Dank. Mal wieder ein sehr entspanntes Outfit of the Day. Bei diesem Regentag kann man definitiv sehr viel Wärme vertragen. Der Pulli ist alt, der Rock ist alt, die Leggings ist von Halara und ja,
pushen, ne? Ich plane jetzt nicht unbedingt heute das Haus zu verlassen und der Besuch, der eigentlich für heute angekündigt war, hat sich jetzt auf Freitag verschoben. Ist wie es ist, ne? Manchmal ist das Leben dann doch etwas unbeständiger, aber das ist nicht schlimm. Dann werde ich heute halt allerhand drehen und schneiden und ich fühle mich auf jeden Fall dafür gut vorbereitet. Und auch wenn Mr. Wow gestern doch etwas traurig darüber war, was Frauchen da alles mit ihm angestellt hat, ist er mir, glaube ich, jetzt gar nicht mehr so böse. Ja, und er hat auch viel, viel besseres Fell bekommen tatsächlich, ne? Also, ja, kenn du mal. Nicht nur durch das neue Futter, sondern auch durch dieses, ja, Fell aus Kämmgedönsen, ne? Das ist echt besser. Und der alte Mann wird bald 9 Jahre. Ist das der Wahnsinn? Ich find's auch krass. Ja. Ein Schnuffeli. Was ein wilder Tag, Leute, ich sag's euch. Ja, ich habe die ganze Zeit versucht, konzentriert zu arbeiten, was halt einfach mit Kind nicht so leicht ist. Und vor allem, Schatzi ist ja auch krank, der kann sich dann auch nicht so kümmern. Das heißt dann, ne? Ja, jetzt haben wir es 18:46 und ich habe mir gedacht, ich gehe jetzt nach hier oben. Ich wollte eh noch ein paar Adventskalender filmen, dass ich dann halt live bin. Also das habe ich ja schon mal jetzt gemacht und jetzt halt nochmal. Und ich wollte dann auch in dem Live was verlosen. Da werde ich dann einen Adventskalender von Benefit verlosen, weil ich habe ja bei Instagram auch die 10.000 geknackt und ich habe ja schon ein Produkt oder eine Verlosung gehabt. Das wäre dann die zweite. Also insgesamt werden es dann ja auch 10 Verlosungen. Und ein paar davon sind dann halt in den Livestreams, ein paar davon sind dann in Postings oder in der Story. Da muss ich einfach mal schauen. Und ja, also genug zu verlosen habe ich definitiv, denn hier sind noch einige Adventskalender, die ich zum einen selber gekauft habe und dann irgendwann mal in der Kooperation noch mal hinterhergeschickt bekommen habe oder halt auch so andere mega coole Produkte. Zum Beispiel hatte ich jetzt ja auch letztens die Lightwork 5 Palette von Danissa Myricks verlost und so, ne? Ja, und jetzt gerade bereite ich mich hier so ein bisschen vor. Wir haben ein bisschen Armbrot gegessen. Da gab es lecker Müsli. Ich habe mir noch eine Kiwi reingeschnibbelt, weil ich noch ein bisschen, ja, Obst brauchte, ein paar Vitamine. Sammy lässt sich gerade die ganze Zeit schön von mir kraulen. Der ist natürlich jetzt hier auch mit dabei, ne? Der ist mir auch nicht mehr böse. Nein. Und ja, ich saß auch eben mit Schatzi unten und habe auch gesagt, boah, ich bin echt platt. Und dann sagt er auch, ja, geh doch duschen und dann irgendwie einfach chillen oder so, ne? Ich sage, ja, aber irgendwie, weiß ich nicht. Also mir persönlich gibt es ja auch Ruhe, wenn ich mit euch zusammen bin, wenn ich mit euch interagieren kann und so, ne? Also wenn ich mich schminke, wenn ich Videos drehe, wenn ich auch live bin tatsächlich. Und deswegen glaube ich, dass das jetzt genau das Richtige für mich ist. Und ja, dann schauen wir einfach mal. Jo, praktisch ist dann halt auch einfach, dass ich dann in dem Livestream auch noch ein bisschen was zu der Purish Week sagen kann, vielleicht ein paar Produkte zeigen kann oder so. Und ich lasse auch euch dann entscheiden, womit ich mich schminke, habe ich mir gerade auch überlegt. Also ich habe hier noch die beiden Sets von Be Perfect stehen. Da könnt ihr euch entscheiden, ob ich eins davon nehmen soll oder eine von den Paletten, die heute auch im Haul gekommen sind. Mal gucken, ne? Also ganz entspannt und dann mache ich hier noch gleich meine Kerzen an und dann wird das hier quasi gleich ja, die Stage sein. Da kommt dann mein Handy hin. Das ist mein Arbeitshandy, was ich hier habe, ne? Weil das ist ja das etwas neuere, was ich gekauft hatte. Damit kann ich witzigerweise live gehen. Mit meinem regulären Handy, das ist diese Krücke hier nicht. Aber dieses Handy benutze ich auch super viel für alles Mögliche. Also da habe ich halt auch noch, also wie so eine Art Backup-Handy auch, ne? Also das ist auch sehr wichtig für mich. Ansonsten habe ich hier ein bisschen was zu trinken stehen. Produkte habe ich hier stehen. Sieht hier ein bisschen wild aus. Natürlich auch Leckerlis für Sammy. Muss ja auch sein. Hier stehen dann auch Sachen. Da ist noch meine Hauspost. Dann habe ich von Purish Post bekommen, beziehungsweise meine 2 anderen Bestellungen sind eingetroffen. Da mache ich aber Hauls von. Und ja, da vorne ist noch das Adventskalender. Sieht man gar nicht. Das Ringlicht. Genau, das Adventskalender-Gedönsen. Oh Gott, es sind noch so viele. Also ich werde im Dezember auch noch Videos hochladen. Klar, bei Claudis bunte Welt mache ich ja auch schon einiges und die Müllviecher sollte ich auch mal wegmachen. Aber ja, ich kann nicht alles, ne? Genau, das ist auch ein wundervoller Hund, genau. Und den Spiegel habe ich euch ja schon gezeigt. Das ist auch ganz witzig, denn für die Kooperation mit der Firma, hinter der quasi, ne? Also dieser Songmix heißt das ja, ne? Kennt ihr wahrscheinlich auch, wenn ihr bei Amazon schon mal was bestellt habt. Haben wir heute nämlich bei uns hier im Nebenraum so ein bisschen geguckt, dass wir brauchen halt Möbel dort, so ein paar. Und da habe ich mir jetzt ein bisschen was ausgesucht. Da habe ich jetzt mal das hingeschickt, was wir uns so vorgestellt haben. Aber es wäre ein bisschen viel. Müssen wir mal gucken, ob da was so draus wird. Das wäre richtig geil. Und Sammy hat jetzt hier seine Fledermaus. Da kann er jetzt mit spielen.
Nö, kannst dran rumgenäbeln, das ist unten ein bisschen schwierig mit Julius. Und hier oben hat er halt so seine Gnäbel-Zone. Deswegen knistert das auch manchmal bei mir im Hintergrund. Also wenn Geräusche hinten in Videos sind, ist es manchmal eher. Manchmal ist es aber auch diese Heizung, die ist nicht mehr die neueste. Die ist dann auch ganz schön laut, aber mir ist halt einfach rattenkalt hier oben. Ne? Kannst du nicht ändern. Aber erstmal Kerzen anmachen. So, wir haben es nach 11 schon. Schatzi hat mir in der Zwischenzeit das Babyfon auch schon hochgebracht. Da hatte Julius sich noch einmal kurz gemeldet, aber ja, jetzt müsste er schlafen. Ich habe jetzt gerade so ein bisschen den Glossy Sale ausgepackt. Da hatte ich mir dieses Finver Bundle einfach mal für mich gekauft. Das habe ich gar nicht jetzt irgendwie online oder so. Da mache ich ja auch nicht mehr wirklich Werbung für. Nichts davon behalte ich. Alles geht weiter und auch die aktuelle Glossybox war jetzt nicht so der Burner in meinen Augen, aber gut, ja, kann man auf jeden Fall machen. Habe ich jetzt wieder einiges an Futter für Verlosungsboxen und Co. Wahnsinn. Nun, ich habe einige Adventskalender ausgepackt, ich bin super platt und auch irgendwie ein bisschen nicht so gut drauf. Ich hatte eben so ein bisschen was gelesen, was mich nicht ganz so glücklich gemacht hat, dann bin ich jetzt so ein bisschen aber gut. Ja, dann werde ich gleich hier die Sachen wegräumen, also noch ein bisschen klar Schiff machen und dann gehe ich gleich duschen und dann geht's ins Bett und das muss auch einfach mal sein. Ich bin wirklich platt. Es hat mir auf jeden Fall geholfen, mich hinzusetzen, live zu gehen, mit euch zu reden, mit den Leuten zu reden und auch mich zu schminken, Videos zu drehen. Das war schon schön, das hat mir auch wirklich geholfen und ich glaube, sonst hätte ich die ganze Zeit mit dem Kopf unter der Decke mich verkrochen oder so. Jetzt bin ich einfach... Guten Morgen, Mr. Wow. Ja, der ist ganz schön anhänglich in letzter Zeit auch wieder, ne? Das ist unglaublich. Ich glaube, der merkt auch, dass jetzt so Winterzeit kommt. Das ist ja auch die Zeit. Der ist ja auch schon dann 7 Jahre jetzt bei uns tatsächlich. Und ich glaube, er zelebriert das auch ganz heimlich für sich. Und wird dann ja auch bald 9. Okay, das ist jetzt mein Outfit of the Day. Yay! Einfach ganz chillig und entspannt. Ne Jeggings, Hausschuhe. Aber ich glaube, ich werde heute mit Mama und Julius spazieren gehen, denn es ist eigentlich schönes Wetter. Schöner warmer Pulli, ne? Findet, der geht auch immer ganz gut. Und ja, so werde ich dann meinen Tag verbringen. Ich habe ja noch ein paar Videos zu schneiden, aber es geht halt generell einiges heute. Aber sehr viel organisatorisch ist das ja meistens der Fall. Aber mal gucken, was sonst noch so Spektakuläres passiert. Ich hoffe, dass ich heute auch etwas besser drauf bin als gestern. Und da kam doch einfach mal von Purish die Siren Sunset Collection an. Oh mein Gott, ist das eine schöne Palette. Das ist so eine richtig schöne Meerjungfrauenpalette. Und die mache ich jetzt mal auf. Schaut von innen so aus. Hinter mir ist Julius gerade mit seiner Oma am Schaukeln. Wahnsinnig krass, wahnsinnig heftig schön. Und bringt mich so ein bisschen aus meiner Komfortzone, weil es ja natürlich etwas dunkler ist, das Ganze. Und, aber so schöne Schimmertöne, das ist ja mal richtig heftig. Auch ein paar Topper mit dabei, aber vor allem krasse Töne. Und Liquid Lipsticks, die habe ich jetzt hier geswatcht. Die muss ich nochmal auf den Lippen auch testen, weil die irgendwie nicht so richtig trocknen. Ich glaube, das muss aber auch so irgendwie, ne? Nun ja. Auf jeden Fall ist das gerade per DHL Express bei mir eingetroffen. Und ich kann es gar nicht abwarten, die auf meine Augen zu geben. Wow! Und auf meine Lippen natürlich. Wie süß ist bitteschön dieser Esel. Meine Mama hat Julius diesen Esel, also meine Mama und ihr Mann haben Julius den Esel zum Geburtstag geschenkt. Der ist total süß. Hatte ich auch auf meiner Amazon-Wunschliste für die Omis und Opis. Ne? Und das Einzige, was hier sehr irritierend ist, ist tatsächlich das Geräusch. Wo ist es? Andere Seite? Hier. Das ist schon creepy, ne? Aber süß ist er. Richtig flauschig und guckt so freundlich. Ei, was soll's? Eigentlich hatte ich heute vor, richtig noch irgendwie Videos zu drehen und Adventskalender zu packen und so, aber es wird dann wahrscheinlich eher morgen oder am Wochenende passieren. Ich habe jetzt ein großen Teil von meinem dritten Buch fertig geschrieben. Das ist dann jetzt quasi so ein bisschen in der Finalisierung, um das mal so zu sagen. Ja, da habe ich jetzt heute Nachmittag oder heute Abend vielmehr mich noch dran gesetzt. Ansonsten habe ich auch tatsächlich das ein oder andere Mal einfach mal einen Familienmoment genossen. Bisschen Wäsche gewaschen und jetzt werde ich gleich duschen gehen.
Und dann war es das auch schon wieder für heute. Also das sind halt so ganz normale, langweilige Tage. Da passiert nicht viel, ne? Also nicht viel, was man halt so vor die Kamera bringen kann. Ich habe ganz viele Videos geschnitten und ganz viele E-Mails beantwortet und wie gesagt am Buch geschrieben. Ja, und Wäsche aufgehangen und gewaschen. Das ist doch auch mal was. Wie jeden Morgen starten wir mit dem Outfit of the Day. Ja, ne? Das ist auch relativ gemütlich. Einfach so ein Überziehvieh. Ich trage tatsächlich Hosen, Röcke und so weiter auch immer 2 Tage. Also habe ich jetzt den 2. Tag diese Jeggings an. Und ja, heute steht einiges an. Ich habe schon angefangen, Adventskalender zu packen. Ich habe schon Videos geschnitten, Küche ist schon gemacht. Und heute Nachmittag kommt mein Papa vorbei mit seiner Frau. Und ja, da machen wir uns einfach ein bisschen nachträglichen Geburtstag. Und heute sind Schatzi und ich 18 Jahre zusammen. Ja, unsere Beziehung ist nun volljährig. Das ist echt krass. So, gehen wir mal in mein Lager. Hier habe ich übrigens den MAC-Adventskalender neu befüllt. Da hat mir meine Stiefmom eine sehr schwierige Aufgabe gestellt. Sie sagte, ein Adventskalender sowohl für ihre Mama als auch für ihren Papa und dann noch transportabel, weil die mit Zug reisen. Oh mein Gott, also das ist natürlich super schwierig, aber ich habe hier einen recht kleinen genommen. Aber ich glaube, ich habe ihn ganz schön befüllt. Ja, und hier habe ich jetzt mein Lager gerade. Gott, ja, es sieht wild aus, ich weiß. Und hier liegt der Adventskalender, den ich jetzt für meine Stiefmama befüllen möchte. Dann nehme ich den Rituals mittleren Adventskalender und dann schauen wir mal, welche Produkte ich so reinmache. Ich habe einfach die Häuschen hier rausgenommen. Ich glaube, das geht am einfachsten, weil hier stehen die Zahlen ja auch drauf, ne? Und dann werde ich jetzt mal so ein bisschen durch mein Lager forsten und schauen, was da so reinkommt. Ich habe jetzt entschieden, dass es für Sabine auch einen reinen Beauty-Adventskalender geben wird. Und so habe ich den jetzt einfach mal auch ein bisschen befüllt. Lippenbalsam, ein bisschen Pflege, ein Blush, eine schöne Augencreme von Dalton, Shampoo, Spülung, Mascara. Ja, bunt gemischt, ne? Duschcreme, dann ein Toner, eine Haarmaske, ein roter Nagellack. Also sie lässt sich zwar die Nägel machen, aber ich glaube, ein roter Nagellack geht eigentlich irgendwie immer. Ein Deo, eine Foundation. Ich glaube, dass es farblich passen könnte. Sie ist ja einen ganz kleinen Tick dunkler als ich. Dann habe ich hier noch einen Highlighter, einfach mal so, dass sie ausprobieren kann, auch mal so Liquid-Texturen zu verwenden. Einen schwarzen Kajal, ein Trockenshampoo, wenn es schnell gehen muss. Ein schönes Parfüm. Ein dezenter Lippi, auch ein bisschen was zum Naschen und ja, eine Handcreme, was zum Baden, was zum Peelen. Dann noch ein bisschen extra Haarpflege, eine sehr dezente Lidschattenpalette, wo die Farben sehr gut passen können. Und zu Heiligabend haben wir in diesem Adventskalender leider nur so ein ganz kleines Kläppchen. Deswegen gibt es da einfach ein paar Ohrstecker und eine Kerze. Und das war jetzt gerade ein bisschen witzig, denn ich sitze hier ja gerade, packe den Adventskalender und schau das Video tatsächlich von Maxim und dann sagt er in seinem Video, dass immer wenn er irgendwelche Sachen macht, wo er YouTube nebenher laufen lässt, dass er mich guckt. Traumhaft, Maxim. Also wirklich großartig. Schaut bei ihm vorbei. Ich habe gerade seinen großartigen Paris-Vlog geschaut und oder bin gerade dabei, den zu schauen. Kann ich euch auch auf jeden Fall super gerne empfehlen und in der Infobox verlinken. Und hier sehen wir, wie ich einen Adventskalender für ein Pärchen packe, was, ja, ne, für erwachsene Leute, sag ich jetzt einfach mal. Genau, da fehlt aber noch die 11. Oh, die muss ich gleich noch eben packen. Da muss ich noch schauen, was ich da reinmachen werde. Und das wäre dann quasi so ungefähr der Inhalt. Da muss ich noch schauen, was ich am 11. Dezember noch reinmachen möchte. Da fällt mir schon was ein. Ich habe etwas verschlafen, aber mit sowas wundervoll hergerichtetem und hoffentlich lecker schmeckenden geweckt zu werden, finde ich schon mal sehr geil. Und so sieht dann das Outfit of the Day erstmal für heute, ja, erstmal aus, ne? Also ich denke, heute Abend wird das Ganze dann zum Santa Claudi Outfit gewechselt, aber hier oben einfach ein bisschen was Entspanntes drüber gemacht, weil hier habe ich einen Top drunter. Das ist halt praktisch, weil ich nachher ja meine Santa Claudi Pulli-Geschichten anziehe oder das Kleid oder so, ne? Und da habe ich immer einen Top halt drunter einfach für... Ist halt irgendwie angenehmer. Und hier unten drunter habe ich dann ein Fake-Leder, Kunstlederrock, wie auch immer. Ein Plastikrock. Yeah, geil. Und eine Leggings. Und das, also das, was hier unten so sich immer abspielt, das ist auch irgendwie jedes Mal gleich, ne? Da bin ich ja nicht so variabel. Und ja, ansonsten einen wunderschönen Schal, den ich ja auch im Adventskalender von der lieben Handmade by Kate drin hatte. So, so schön. Also der passt auch wirklich total klasse. Und daraufhin habe ich mich auch entschieden, dieses Oberteil anzuziehen, weil irgendwie habe ich es gefühlt.
Ich war eben noch mal live mit Kati, ganz spontan. Dann habe ich einen Post gemacht, weil ich den Amorelie-Adventskalender heute verlosen darf. Und jetzt ist es 11 und ich wollte anfangen zu drehen. Läuft bei mir, ich weiß. Ja, ich werde hier noch ein bisschen klar Schiff machen und dann tatsächlich ein, zwei Adventskalender noch abdrehen. Aber es ist echt traurig. Ich habe die Adventskalender bestellt, sie sind angekommen und sie sind leider schon ausverkauft. Hätte ich tatsächlich lieber anders gehabt, aber naja. Ich habe ein paar spannende, die vielleicht dann für nächstes Jahr relevant sein könnten, weil ich weiß, manche von euch schreiben sich dann auch tatsächlich welche auf die Liste, dass man dann weiß, worauf man nächstes Jahr so achten muss, ne? Und manche, die ich aber hier habe, sind auch noch verfügbar, da muss ich einfach mal gucken. Und jetzt werde ich hier, wie gesagt, noch einmal klar Schiff machen. Und dann schauen wir mal, genau. Und ich habe das jetzt auch bei Instagram so gemacht, weil das ist ja für die 10.000 Abonnenten, die dort ja eigentlich sind, ne? Die Verlosung, deswegen mache ich das ja dort. Ich hatte das ja auch in den Livestreams gemacht, aber es ist total blöd, weil mir werden ja nicht alle Antworten angezeigt, habe ich wohl gemerkt. Und nachdem ich dann tatsächlich auch ausgelost habe und der Livestream beendet war, habe ich, glaube, 3 unterschiedliche Screenshots auch bekommen, wo wirklich auch 3 unterschiedliche Nachrichtenverläufe dann auch zu sehen waren. Ganz, ganz verrückt. Das heißt, auch euch werden die Nachrichten, ähnlich wie bei mir, nicht komplett angezeigt. Und das ist super blöd. Ich verstehe das gar nicht, warum da nicht alle Nachrichten angezeigt werden. Ganz verrückt. Also da kann man tatsächlich dann besser das Ganze in einem Post machen. Und das läuft dann, glaube ich, ein bisschen fairer auch für alle ab, ne? Und dann lose ich ja immer über einen Zufallsgenerator aus. Und genau. Darauf, da läuft das dann so. Und morgen werde ich noch eine weitere Verlosung dann wieder posten. Also da geht noch ein bisschen was online, weil ich habe 2 Sachen jetzt schon ausgelost. Eine ist jetzt dann heute gestartet worden und dann habe ich noch 7 weitere, also 10 plane ich eigentlich. Und ja, eigentlich muss ich jetzt filmen, ne? Es ist so spät eigentlich, aber egal. Wir haben es jetzt 12 Uhr und, also 0 Uhr. Ich werde dann hier mal zusammenpacken, ein paar Sachen dann ins Lager bringen und dann geht's nach unten. Dann wird geduscht, dann ziehe ich die ganzen Dateien auf meinen Laptop und ich denke, es wird noch etwas dauern, bis ich ins Bett komme, aber dann werde ich irgendwann auch schlafen. Ja, das war doch mal ein verrückter Tag irgendwie durcheinander, oder? Einen wunderschönen guten Morgen. So werde ich heute Julius Geburtstagsfeier feiern. Genau, das sieht schick aus, ne? Finde ich auch tatsächlich, was einfach ein anderes Oberteil ausmacht, muss ich wirklich sagen. Und ja, wir haben auch schon hier aufgeräumt. Und ich habe hier Staub gesaugt und so. Und jetzt müssen wir nur noch ein bisschen was vorbereiten. Julius ist jetzt am Mittagsschlaf machen und die Spülmaschine läuft. Ja, vielleicht gehe ich noch kurz gleich an den Laptop und dann werden wir hier alles sehr schön herrichten. Ich freue mich tatsächlich sehr. Die ganzen Omas und Opas kommen vorbei und auch Tante und Onkel und Cousin kommen vorbei. Und viele Menschen, aber wir haben ja genug Platz eigentlich. Und dann freue ich mich tatsächlich für Julius, dass er dann auch seinen Geburtstag feiern kann mit einer Woche Verspätung, weil ja, letzte Woche war es ja ein bisschen schwierig. Da waren wir halt alle krank und aber nein, ich freue mich tatsächlich total und ich habe Hunger. Es gibt gleich auch noch ein bisschen was von der Suppe von gestern. Die war sehr lecker, sehr erwärmend auch. Also Schatzi hat ein bisschen weniger Chili reingemacht, als es eigentlich müsste. Das ist richtig krass. Genau. Ansonsten fühle ich mich auf jeden Fall freshy, peshy, auch wenn ich gestern echt lange noch gemacht habe. Wow, das ist wohl etwas eskaliert, ne? Ich habe eigentlich mir ein dezentes Make-up machen wollen für den Geburtstag. Aber dann habe ich hier, ich habe meinen Palettenhaufen hier, ja. Und das ist die von Odin's Eye, die Trick-or-Treat-Palette. Und da habe ich mir gedacht, komm, so ein bisschen, kannst du ja was ausprobieren. Das Licht ist hier halt nicht das, ne? Ich habe hier kein Studiolicht an. Aber das sieht so geil aus. Ihr seht das wahrscheinlich auch, ne? Diesen Schimmer. Und das war super einfach. Also da sind tolle, tolle Farben drin. Ich meine, dass es die noch geben müsste. Das war ja mit Angelica Nyquist die Halloween-Edition. Und das ist die eine von den beiden. Ist halt voll meine Farbwelt, ne? Mit dem Grün und dem Gold und dies, das, Ananas. Erst das habe ich mir gedacht, naja, einen dezenten Look wird schwierig damit. Ja, offensichtlich.
Dann hatte ich mir halt nur dieses Grün erst auf die Augen gegeben und dann so ein bisschen Schimmer. Und dann so, nee, hier noch und da noch und tüdelü und tralafitti und jetzt Glitzer und glämmer ich überall. Hatte mir eigentlich auch eine recht dezente Base gemacht, aber ja, wenn dann die Augen so knallen, was willst du machen, ne? Ein bisschen Lipgloss drauf, fertig ist die Laube. Ich glaube, die ein oder andere oder der ein oder andere wird heute auch ein bisschen schmunzeln. Aber nun, auf jeden Fall sehe ich frisch aus und jetzt werde ich noch ein bisschen an meinem Buch schreiben. Es ist jetzt 1:15. Um 2 ungefähr wollte ich den Kuchen in den Ofen packen. Mal gucken, das ist ein Pflaumenkuchen. Die anderen beiden mussten auftauen. Das war einfach ein Bienenstich. Und oh, ich liebe ja diese Kuppeltorten. Ne? Das ist auch mit Erdbeere was. Oh, weiße Schokolade. Hm. Ja, ich bin halt nicht so die Back, wie ihr kennt das. Genau. Ja, und dann wollte ich noch ein bisschen die Tische decken. Also wir haben einen Zwergentisch. Wobei Schatzi und ich dann ja auch zu den Zwergen zählen. Und ein Erwachsenentisch, also unseren normalen Esstisch. Und da wollte ich dann gleich einfach ein bisschen Geschirr draufpacken. Mal gucken. Ich halte hier in meinen Händen das Manuskript von Buch Nummer 3. Ich bin gespannt, wann das dann rauskommen wird. Morgen muss ich noch die Umschlagsgestaltung dann vornehmen. Und ja, ich habe es geschafft. Ich habe es zu Papier gebracht. War teilweise ein bisschen wild, um das mal so zu sagen. Aber ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein. Ja, wieder ein recht persönliches Buch, um das mal so zu sagen. Genau. Und ja, heute hatten wir ja den Geburtstag, haben es auch wirklich wundervoll gefeiert. Also das war so schön, es hat so viel Spaß gemacht. Ja. Julius war am Ende sehr platt, wir sind auch platt und es ist jetzt 9:30. Das heißt, ja, ich werde dann jetzt mal so langsam duschen gehen und das war ein Reim. Und ich würde tatsächlich dann auch sagen, da werde ich danach auch nicht mehr so viel machen. Vielleicht mich nachher noch kurz auf die Couch hauen und da ein bisschen was snacken oder so, aber nichts Verrücktes irgendwie. Und ja, eigentlich ein relativ kurzer Vlog, wenn wir das sonst so vergleichen mit den anderen, die ich sonst so habe. Aber ich hoffe, dass ihr hier Spaß hattet und dass ihr vielleicht auch ein bisschen was von meinem ganz normalen, stinknormalen Alltag miterleben konntet und dass es euch hier gefallen hat. Und ja, wenn dem so ist, wäre ein Däumchen ein Träumchen und ich hoffe, ja, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Sammy schüttelt sich. Ciao.